Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei Eastward. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört an der Stelle, wo wir jetzt auf die Suche uns begeben, um unsere kleine Sam zu retten vor dem Weg nach draußen an die Oberfläche. Ich habe festgestellt, ich war ein bisschen sehr laut. Ich habe das Mikrofon ein Stückchen weit weggemacht und habe das Spiel einen Ticken lauter gestellt. Ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt etwas besser hinhaut. Ist immer so ein bisschen eine Handling-Sache. Ich finde immer, es ist sehr schwierig, so eine optimale Balance zu finden zwischen Spiellautstärke und Stimmenlautstärke. Aber ich glaube, jetzt sollte es ganz gut sein. Wir schauen einfach mal. So, und vor allem schauen wir jetzt mal nach der kleinen Sam und gucken mal, dass wir die finden. Moment, ich war mal da schon mal. Aber hier komme ich nicht durch. Nee. Okay. Aber hier gibt es offensichtlich was zu holen. Der Radar steht nämlich aus. Was ich auch festgestellt habe, es gibt manchmal Lieder in dem Spiel, also Untermalungsmusik, die leiser ist. Und es gibt welche, die lauter ist. Und die sehr laute Untermalungsmusik, dann, wenn die spielt, Entschuldigung, wenn die spielt, dann hört man mich immer sehr schlecht. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal versucht, noch nur so ein bisschen gegenzuregeln. Ich hoffe einfach, das passt ganz gut. Irgendwie erinnert mich das gerade sehr an den Freefall Tower. Finde ich gruselig. Freefall Tower sind gar nicht meins. Ja, aber ich habe ja generell so ein bisschen Probleme mit der Höhe. Dezente Höhenangst. Oh nee. Ich weiß ja jetzt schon, was passiert. Oh, doch kein Absturz. Okay, ich habe jetzt schon mit dem Absturz gerechnet. Okay, schauen wir uns mal um. Hier komme ich nicht hoch. Nee, okay. Ich hätte ja wegsprengen können vielleicht, diese Pflanzen. Das habe ich natürlich nicht ausprobiert. Ich Dummbatz. Wie mache ich das denn? Ah. Das meine ich, ne? Ihr habt jetzt so einzelne Segmente sind total leise und andere wieder laut. Und ihr müsst mal gucken, also die Musik und die Soundeffekte sind beide auch voll. Und also es ist sehr, sehr weird, wie das Spiel abgemischt ist, so von der Lautstärke her. Deswegen, es tut mir leid, dass es manchmal halt ein bisschen sehr leise ist und manchmal ein bisschen sehr laut. Ich habe da nicht so Einfluss drauf. Das Spiel, wie gesagt, eine sehr komische Tonabmischung hat. Aber ich glaube, da können wir alle mit umgehen. 6 Bomben habe ich noch. Weil ich gerade welche gefunden habe. Ih, was ist das denn? Geh weg! Ist ja ekelhaft. Liegt hier ganz viel Müll? Okay. Die kann ich nicht verschieben, hier die Fässer, oder? Okay, dann muss ich eine Bombe setzen. Hätte ja sein können, dass das geht. Ne? Kann man ja mal ausprobieren. Du hast kurz... Bitte was? Bitte was? Das ist mir noch nie passiert. Hä? Das war ja strange. Ich hoffe, dass ich jetzt das nicht nochmal spielen muss. Ich meine, es sind erst 4 Minuten her. Zur Not nehme ich die Folge nochmal von vorne auf, aber... Kann ich euch jetzt vielleicht die Intro-Sequenz zeigen? Das ist die Intro-Sequenz. Ja, und hier sieht man nämlich, wie er sie gefunden hat.
So, mehr zeige ich euch nicht, weil ich habe nämlich, wie gesagt, den Eindruck, dass dieses Intro irgendwie ein bisschen spoilert. Im Zweifelsfalle schaut euch das Intro irgendwo anders auf YouTube an. Aber ich möchte hier wirklich, ich weiß nicht, ich finde dieses Intro sehr, sehr strange, weil, wie gesagt, man wird so in das Spiel reingeworfen und kriegt irgendwie nichts gesagt zu der ganzen Vorgeschichte. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Sorge, dass uns diese Intro-Sequenz spoilert. So, wir haben einen Safe von mir. Guckt mal, hier ist ein Autosave. Der sieht doch gut aus. Probieren wir den mal aus. Ja, wie gesagt, das letzte Mal, als die Intro-Sequenz da lief, habe ich die euch ja etwas vorenthalten. Aber wie gesagt, da bin ich etwas verunsichert. Muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, okay, ja gut. Da haben wir jetzt ja nicht so viel verpasst. Einen Pilz gefunden. Hey, hat sich ja schon gelohnt. Gut, dass das Spiel abgestürzt ist. So, jetzt bitte nicht abstürzen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Das verbinden wir erstmal. Zack. Ach so, schön. Man kann hier so viel kaputt hauen. Und das noch verbinden. Und das noch verbinden. Ach so, ja. Und den Strom sollte ich vielleicht anschalten hier, ne? Es werde Licht. Die haben eine ganz schöne Reichweite. Ich muss richtig aufpassen. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich, glaube ich, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, dass mich diese Pflanzen ganz schön gemobbt haben, weil die so eine hohe Reichweite haben. So, rein da. So viel zum Thema hohe Reichweite hier. Geht mal zur Seite. Oh, das klingt gut. Ja, hier ist die Kiste. Aber wir müssen sie erst rausziehen. Okay. Nice. Und jetzt? Hier geht's weiter, oder wie? Okay. Okay. Ist das mein... okay. Ich war gerade kurz verwirrt von meiner Webcam. hier geht's nach unten. Ich weiß nicht, ob ich nach unten will. Ich bin bei sowas immer unsicher. Nee, wir wollen ja eigentlich nach oben. Also ist es ja eigentlich sinnvoll, wenn ich nach unten gehe, um mich unten umzusehen, oder? Aber hier sind so viele Möglichkeiten. Ich gucke mich nochmal oben um erst. Das ist immer so dieses Problem. Bei solchen Rollenspielen, wenn man da so viele Parallelstränge aufmacht. Ein Kumpel von mir, der sagte mal, mach nicht so viele Parallelwelten auf. Wenn man so viele Seitenstränge anfängt zu untersuchen. Oder am Ende offen lässt. Oh, die Musik. Schön, gefällt mir. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Zelda. Nur dezent, aber es hat was Zelda-mäßiges. So vom Ablauf her. Wie die Tonabfolge ist. Ich glaube, aus einem der Link to the Past-Tempel. Nein! Okay, zwei von denen sind schon gemein. Aber die Gegner lassen auch keine Herzchen fallen. Also das scheint dann doch schon rar zu sein. Wir müssen uns dann wahrscheinlich wirklich durch Nahrung heilen. Was ist das? Earthborn Manga erhalten. Okay. Kann ich mir die eigentlich irgendwo ansehen? Hier kann ich meine Sachen anschauen. Guck mal, Rucksack Stufe 3 schon. Manga. Für Kinder gemacht, aber von allen geliebt. Bergarbeitervertrag. Rundherum unfairer Vertrag für den Bergarbeiter der Schmortopfinsel. Toll.
Ach, das Schmuddelheftchen. Du wirst ganz wild auf die nächste Ausgabe sein. Wild Love 2000. Ui. Gut, dass man da keinen Blick reinwerfen kann. Dann wäre dieses Let's Play wahrscheinlich sofort ab 18. Oh, okay. Hier ist geschlossen. Das heißt, wir müssen irgendwo anders was aktivieren, mit Sicherheit. Oh je, das ist ja richtig weitläufig hier. Ih, was ist das denn? Ach, das sind die Raupis. Die nicht raupigen Raupis. Warum kriegt man... Moment. Wir haben hier die Gegner, die wir in Earthborn haben? Warum blinkt das hier? Ah, Moment einmal. Cool. Oh, sowas mag ich. So, es ist zwar super simpel, aber so kleine versteckte Sachen finde ich einfach total toll. Wobei man natürlich sagen muss, ne, durch den Detektor macht es die Wertigkeit davon so ein bisschen zunichte. Also, weil du entdeckst es ja wahrscheinlich so oder so, außer du findest den Lösungsansatz nicht. Aber warum kann ich die hier öffnen? Ich meine, schön, dass man die öffnen kann, aber hätte auch was drin sein können. Das hätte ich noch schöner gefunden. Oh, jetzt sind die Gegner wieder da. Ernsthaft? Oh, die Gegner droppen doch Herzchen. Okay. Ich dachte, die droppen keine Herzchen. Ich finde es ja auch grandios, dass er einfach mit einer Pfanne kämpft, muss ich sagen. Aber es gibt mit Sicherheit später noch andere Waffen. Sonst hätten wir nicht so einen großen Waffenslot-Bereich hier. Das hier meine ich. Ja, das sieht schon so aus, als würde hier später definitiv noch mehr dazu kommen. Huch, konnte man da irgendwo rein? Nee. Ach, hier sind so viele Baustellen. So viele... Hier braucht man einen Schlüssel. So viele Möglichkeiten der Erkundung einfach. So, okay. Nee, die mache ich jetzt nicht alle nochmal. Ist das hier ein Popcornautomat? Ist das ein Kino, wo wir sind? Nee, das ist ein Einkaufsladen. Oh, ein Kino wäre geil. Oh, Leute, ich würde so gerne mal wieder ins Kino. Ich weiß, es gehört gerade gar nicht hierher. Aber es ist echt... Ich würde wirklich gerne mal wieder ins Kino gehen. Aber ich komme einfach nicht dazu. 3 Eier gefunden. Cool. Wer hat die denn hier verstaut? In der Kühltruhe vor allem. Cool. Ja, es ist halt, ne, mit... In meinen gegenwärtigen Umständen ist es etwas schwierig, mit dem ins Kino gehen. So. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was die Leute meinten mit hier oben. Es ist sehr gefährlich. Gefährlich ist es hier allemal. Oh, ich kann die kaputt machen. Okay, aber es hat keinen Zweck. Man kann es einfach kaputt machen. Okay. Ja gut. So, wie komme ich hier hin? Sieht fast so aus, als könnte man hier springen. Okay, so schon mal nicht. Seht ihr das? Guck mal, der Boden sieht aus, unter diesem Crisps-Plakat sieht aus, als könnte man da springen. Weil wir müssen da irgendwie hin. Irgendwie müssen wir da hin, um den Schrank da verschieben zu können. Oder kann ich die hier schieben? Nee. Komme ich auch nicht dazwischen? Da muss man doch irgendwie hinkommen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das muss ich jetzt rausfinden. Okay. Ich habe zwar nicht mehr so viele Bomben, aber ich setze nochmal eine hier. Einfach um zu gucken.
Weil es kann ja sein, dass man mechanisch tatsächlich Bomben sprengen kann, ohne dass die jetzt eine klare Markierung haben. Weil das hier sieht zum Beispiel auch gefährlich aus. Nicht gefährlich, verdächtig meine ich. Als ob ich hier irgendwas durch... Aber hier geht's nirgendwo weiter. Vielleicht ist es einfach nur ein Shortcut. Das kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie von oben kommen und dann hier einfach eine Abkürzung haben. Das könnte auch sein, ja. Okay. Hier noch irgendwo ein Geheimgang oder so? Ja, oh. Ich hab's nicht mal gewusst. Nicht schlecht, Max. Nicht schlecht. Ich meine, das Piepen hätte mich vielleicht auch gleich darauf hingewiesen, aber... was ist das denn? Ah. Der nächste überdimensionale Schlüssel. Gut. Den brauchen wir jetzt für oben. Ja. Macht ihr mal hier eure Keiferei. Dass die auch so schnell nachwachsen, das ist ganz schön frech. So, wo war denn das jetzt? Hier drüben, oder? Hier runter und hier rüber? Ich ignoriere die Gegner jetzt einfach. Ich bin über den Schlüssel drüber. Ihr seht das jetzt gerade nicht, dass ich den Schlüssel habe. Also der Schlüssel ist genau unter meiner Webcam. Aber ich glaube, ihr vertraut mir, wenn ich euch sage, dass ich noch einen Schlüssel habe, oder? Hallo, Tür. Oh, das ist ganz schön creepy, wie diese Insekten, diese Fluginsekten, ihren Kopf so ruckartig zucken lassen. Ein bisschen creepy. Nice, die zweite Herzkugel. Sehr schön. Okay, oh, Bömpchen. Danke sehr. Können wir gebrauchen. Aber warum gehen wir jetzt immer weiter nach unten? Wir wollten doch eigentlich nach oben. Wir wollten doch... was ist das denn? Achso, das ist eine Windschleuse oder was? Okay. Okay, wir haben sie zum Abrauchen gebracht. Bleibt die jetzt aus oder geht die gleich wieder an? Wirkt fast so, als würde die gleich wieder angehen. Kann ich hier durchlaufen? Nee. Okay. Ich hätte sie fast nicht gesehen, die kleinen Krabbelviecher. Das ist ja einfach... Also, da weint doch das Pokémon-Spielerherz, wenn er hier einfach kleine Raupis mit seiner Pfanne zerdrischt. Oh, ein Richtungswechsler. Okay. Ja. Nur nicht so schnell. Okay. Ja, man merkt, das ist jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig, ne? Man kriegt so ein bisschen so ein paar grundlegende Mechaniken des Spiels beigebracht. Kampfräume gibt's auch. Herrlich. Ich mag jetzt schon, wie sich das Spiel entwickelt. Das ist... Nice. Aber auch das wieder so eine Melodie, die extrem laut ist im Verhältnis zum Rest des Spiels. Während die Gebietsmusik ist dafür total leise. Das ist voll schade. Dabei klingt die eigentlich echt gut. Also das ist halt... Ich finde das komisch, dass das so seltsam abgemischt ist. Oh, warte mal. Mache ich jetzt Quatsch hier? Nee. Okay. Nee, alles gut. Reinste Vandalismus hier. So, hier komme ich doch bestimmt... Komme ich da durch? Nee, komme ich nicht durch. Okay. Geh weg. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann das Ding... Ah nee, sprengen kann ich es gar nicht. Ich muss die Richtung wechseln. Aber es reicht doch gar nicht. Ach, da ist wieder so eine Säule. Ah,
Gott sei Dank. Ich dachte, es hat nicht gereicht, aber es hat gereicht von der Reichweite. Okay. Es hat gereicht von der Reichweite. Ach ja. Wir reden nicht darüber. Wir reden nicht über Max seinen Satzbau. Schön. Es ist auch... Ich finde, es bisher ist das Spiel von der Aufmachung her auch immer noch sehr... Also schon sehr warm. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreiben kann. Also das Spiel fühlt sich irgendwie so wohlig an, obwohl es eigentlich so eine düstere Stimmung hat. Ah, schaut mal. Okay, ich hatte also recht mit, man kommt hier lang. Und es ist tatsächlich ein Shortcut. Allerdings nicht von der Seite, von der ich es erwartet habe. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel generell noch so weiterentwickelt. Von der Thematik. Kann ich das hier einfach umstöpseln, ohne dass es mich stromisiert? Ja. Gehen wir nach unten. Zack. Und zack. Weil hier gibt es bestimmt Loot. Oder auch nicht. Was ist das? Das ist ein schönes Poster. Love 77. okay, aber es stromt hier nicht durch. Warum auch immer. Ach, weil ich das Falsche verbunden habe. Jetzt ist das hier an. Okay, und jetzt müssen wir noch das hier anschließen. Ja. Und das hier. Nee. Wieso brutzelt das nicht? Ach so, warte mal. Der Albtraum eines jeden Elektrikers. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ja, auch das wieder. Da, solche Soundeffekte sind dann wieder so leise. Das ist so schade irgendwie. Okay. Da wurde uns der Weg frei gemacht. Auch ganz schön viel Salz gesammelt jetzt hier so in diesem kleinen Abschnitt. Wenn man überlegt, wir sind hierher gekommen mit etwas über 100 Salz. Wir sind jetzt schon wieder bei 400. Das ist schon stattlich. Ganz schön was zusammengetragen. Ist richtig schön hier mit dem Licht. Ha. Kurz die Wärme und die Sonne genießen. Loot. Da kommt der Lootgeier wieder durch. Aber das ist auch immer so ein Ding, ne? Also Rollenspiele verleiten einen ja extrem zu dieser Erkundung. Wir müssen alles mitnehmen. Aber ich freue mich, dass wir das jetzt hier endlich gestartet haben. Es liegt schon so lange auf meiner Liste, dieses Spiel. Ich wollte das schon so lange mal zocken. Oh, ich habe unten... Wartet mal, unten war doch noch eine Pflanze. War irgendwo noch ein Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Hier drüben. Wir nehmen natürlich alles mit. Oh, 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 oh. Mache ich eigentlich diesen Gegnern mehr Schaden, wenn ich die Angriffe auflade? Bestimmt, oder? Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das Spiel ja damals beim Anspielen schon knapp 5 Stunden gespielt habe. Ja, da ist Loot, das sehe ich. Da frage ich mich... Also ich habe das Gefühl, ich bin schon fast an dem Punkt, wo ich damals aufgehört habe. Einzelteil gefunden, okay. Ist das zufällig das Material, was wir zum Aufwerten brauchen? Wo sehe ich das denn? Hier habe ich meine Zutaten, hier habe ich meinen Rucksack. Okay, hier habe ich meine Rezepte. Man sieht das leider auch nirgends. Oder ich bin blind. Kann auch sein. Wäre nichts Neues bei mir.
Schließlich trage ich eine Brille. Ein Ei gefunden. Nice, okay. Können wir morgen auf jeden Fall ein Omelette machen zum Frühstück. Wenn wir Sam wieder gefunden haben. Sam. Wenn wir Sam wieder gefunden haben. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen. Wenn ich hier... Das ist immer so das Ding. Man nennt bestimmte Namen auf Englisch. Jetzt gerade in Bezug auf dieses Spiel hier. Viele der Namen spreche ich ja Englisch aus. Und bei anderen mache ich es wieder nicht. Das ist ja eigentlich unlogisch. Eigentlich müsste man dann, wenn ja, alle im selben Tonus aussprechen. So. Denke ich zumindest. Also macht für mich Sinn. Ergibt für mich Sinn. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, wir können das umstöpseln hier. Und dann können wir das hier anmachen. So. Hier gibt's Bomben. Das finde ich großartig. So. Wie machen wir hier weiter? Das ist stromisiert hier. Wo führt das hin? Das führt darüber. Okay. Ich vermute aber, wir müssen das hier umstöpseln. Das führt hier hin. Wo führt das Kabel hin? Das führt da rein. Ah nee, wartet mal. Wir können das umstöpseln nach hier. Ach du liebe Zeit. Hier kann ich nicht wechseln, oder? Nee. Aber hier kann ich wechseln. Ja, das ist schon mal gut. Machst du das schon? Okay. Ich dachte, da kommt irgendwie noch mehr. Es waren so viele Kabel. Oh, dreimal Dampfpfefferkörner. Was sind Dampfpfefferkörner? Das muss ich mir jetzt durchlesen. Das interessiert mich gerade. Wo konnte ich das nochmal sehen? Hier. Hier. Ein phänomenales kosmisches Gewürz. Der Dampf entweicht beim Zerstoßen der Körner. Okay. Klingt gut. Dampfpfeffer. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge Bomben. Das ist meist ein Indiz dafür, dass wir sie brauchen werden. So. Moment mal. Okay, wir lassen den einsaugen. Ah ne, warte mal, jetzt stoßt er ja aus. Ne, wir wollen einsaugen. Einsaugen ist schon richtig. Ach, der wechselt gar nicht. Der wechselt nur den einen. Okay, Moment. Wenn ich hier jetzt eine Bombe rüberwerfe, dann schluckt... Ne, er schluckt sie doch nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass der die schluckt. Na gut, dann nicht. Habe ich hier selbst eingesammelt? Ja, ich glaube schon. Ne, ich glaube, sie ist hochgegangen. Mist. Komme ich hier durch? Ja. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch Loot. Nein. Okay, wir gehen weiter. Entschuldigung. Die Gier spricht aus mir. Ah, das sieht auch gut aus hier. Was ist das denn? Oh, hier können wir Sachen kaufen. Munitionsvorrat, okay. Wir kriegen offensichtlich später auch richtige Waffen. Krass. Wir nehmen mal so einen Energy Drink mit, oder? Einfach mal zur Sicherheit. Da oben war es. Irgendwo habe ich es doch gerade... Da. Ach, da rechts. Hier, da steht es doch. Wir haben 2 von 4 Herzteilen und wir haben 2 von den Einzelteilen. Okay. Oh, was ist das denn? Oh, hier kann ich kochen. Cool. Okay. Ei. Pilze und Kartoffeln. Klingt doch gut. Fisch. Topf. Ah, das ist gar nicht meine Art zu kochen. Also diese Mechanik, meine ich, finde ich einfach nicht so toll. Also das ist ja richtig zu finden. Warum ist das jetzt wieder so laut? Gemüseeipfanne. Lecker, lecker. Nice. Okay.
Reicht. Wir haben so viel Kram dabei. Achso, speichern wollte ich. Nein. Ah, ich wollte noch speichern. John, John. Schau mal, was ich gefunden habe. Unten grün und oben blau. Wie sie sich freut, wie geil. Oh, oh, ja. What the fuck? Ja. Okay, was mach ich jetzt? Weiter geht's. Ach so, okay. Ja. Saug die Bombe ein. Kann ich dem so eine Bombe hinlegen? Ah, kann ich tatsächlich. Sie ist unter seinem Hintern explodiert. Oh, 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 oh. Boah, er macht richtig Löcher in den Boden. Ah, ich habe die Bombe weggekickt. Okay, okay, okay. Gib mir die Bombs. Und Batz. Aber auch hier, der Ton ist nicht gut abgemischt. Das ist echt schade. Okay. Der wurde richtig schnell. Machst du wieder deinen Saugeangriff? Nein, 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 nein. Oh. Ah, nein. Oder hat er sie eingesaugt? Nee, hat er nicht. Oh, doch, hat er. Jetzt bin ich richtig panik. Panisch. Oh, wie viel hält er denn aus? Ah, ah, lass mich in Ruhe. Aua. Aua, aua, aua. Machst du Saugi? Ja, du machst Saugi. Komm. Nee, noch macht er nicht Saugi. Hey, jetzt macht er Saugen. Und schau. Und zack. Oh, das war's schon. Okay, nice. Richtig schön eins reingeschmettert zum Schluss. Okay, also das Lied mag ich. Das ist gut. Maximale Herzchen erhöht. Ah, ich mag es. Schön. Das macht richtig Spaß. Auch cooles Design. Hat mir gut gefallen. John. John, wo warst du? Oh no. John. John, was ist los? Alles in Ordnung? Es war den Haaren gezogen. Klasse. John. John. Ist da jemand? Hilfe. Wer bist du? Ich bin du, Sam. Bitte hilf John. Ich fürchte, nur du kannst es tun. Der einzige Weg zum Licht ist, die Dunkelheit zu durchdringen. Warte. Die Dunkelheit durchdringen? Halten, um Sams Energie aufzuladen. Okay. Prima, du hast Energieblase gelernt. What? Okay, wir spielen jetzt mit Sam. Kann ich mit Sam speichern? Oh, wie cool. Könnte...
Kann ich das auch werfen? Ja. Oh, okay. Hä, ist ja mega. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da noch mit alles machen können. Können auf jeden Fall Licht machen. Aber es ist nicht von Dauer. Okay, das Licht geht also irgendwann wieder aus. Das ist ja genial. Oh, hier ist ein Abgrund, oder? Nee, hier komme ich einfach nur nicht vorbei. Okay. Bomben habe ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, okay, ich habe keine Bomben. Und auch jetzt ist die Musik ist leider wieder so unterschwellig leise. Das ist so schade. Dabei ist sie so schön. Ah, sie paralysiert Gegner. Okay. Aha, Sam kann diese Pflanzen also wegmachen. Gut zu wissen. Hauptsache, wir haben den Loot-Detektor trotzdem mit ihr. Der ist da oben, der Loot. Duh. Ich kann auch... Kann ich auch spammen? Nee. Oh doch, ich kann das spammen, aber meine Energie verbraucht sich mit der Zeit. Wie lädt sie sich wieder auf? Von selbst? Sieht so aus. Wie komme ich denn da zu dem Herzcontainer? Ich will da hin. Muss ich da den ganzen Weg außen rumlaufen? Kann sein, oder? Ah, das trifft auch mehrere Ziele. Okay. Nee, guck mal, wir gehen doch schon weg von. Ich will zu dem Loot. Ich gehe doch hier nicht ohne das Herzteil raus. Bisschen schneller laufen könnte die Dame. Wie komme ich da hin? Gibt es doch mit Sicherheit hier irgendeinen geheimen Weg, der sich mir irgendwie noch nicht erschlossen hat. Hier vielleicht? Ah, das sieht gut aus. Okay. Ich war einfach nur blind. Manchmal ist die Antwort so simpel. Ist ja alles voll. Noch ein Herzkügelchen. Mega. Okay, und hier komme ich aber wahrscheinlich nicht... Ah, das hätte man ja anders machen können, ne? Dass ich hier rüber komme. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Na gut. Das meine ich mit, die haben unerwartet viel Reichweite. So, die kriege ich auch nicht kaputt. Okay. Oh, es ist ja schon... Okay, okay, okay. Ja, Leute. Dann würde ich fast sagen... dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Ist natürlich doof. Ich habe keinen Speicherpunkt. Aber egal. Das Spiel hat ja Autosaves, glücklicherweise. Jetzt bin ich gerade neugierig. Ich will wenigstens noch bis in den nächsten Raum kommen. Aber heute einfach mal eine Folge in Extralänge. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja gerade spannend. Ich will gleich weiterspielen am liebsten. Ach, hier geht's einfach... Oh, doch, hier passiert was. Okay. Da müssen wir hin. Jetzt läuft sie auf einmal wieder schnell. Warum? Weil sie jetzt was entdeckt hat, oder wie? Sieht ganz so aus. Nanu? Wieder eine Sackgasse? Ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich kann es leider nicht genau erkennen. Sieht aus, als müsste ich da ran. Oh, eine Maschine. Jagst du wieder alles in die Luft? Bist du sicher, dass das hier eine gute Idee ist? Keine Sorge, ich werde genau die richtige Menge Sprengpulver verwenden. Such dir einfach einen sicheren Ort als Versteck. Gut, ich gebe dir eine weitere Chance. Fünf, vier, drei. Es war so klar. Hehe. Der Timer war wohl nicht ganz richtig berechnet. So wie immer, meinst du? Wow, Izzy. Das ist unglaublich, die Entdeckung des Jahrhunderts. Wo sind wir?
Eine Stadt? Fremde in unserer Stadt, okay. Okay, okay, okay. Und hier kommen wir raus. Oh, okay. Gut, Leute. Ja, Wahnsinn. Haben wir richtig viel geschafft. Kann ich eigentlich auch einfach so zwischendurch speichern? Nee, schade. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen an der Stelle, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.